Und hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Und jetzt werden wir ja hier den Berg erklimmen. Und hoffen, dass der dieses Mammut uns nicht angreift. Doch, tut es. Schnell aber hoch, aber jetzt. Das ist die nächste Krypta, die wir da sehen. Oder Grabstätte oder Lagerstätte oder was? Todesschrein entdeckt. Okay. Da lagern sie wohl die Tote. Was ist denn da? Ach so, Blumen. Oder hier haben sie die Leute begraben. Aus Gründen der blauen Farbe. Die Grafikfehler haben sich wohl verabschiedet von uns. Das ist erfreut mich. Wer kämpft da wieder gegen wen? Ach so. So frage ich denn überhaupt. Das war's. Der war wohl nicht so stark, weil er keinen Meister hatte. Ich glaube, wir sind hier richtig. Altenstand entdeckt. Aha. Oder wie das noch immer heißt. Waren wir doch mal da oben geblieben. Naja, ist ja nicht so schlimm. Können wir wieder da hoch? Dann kann man vielleicht da drauf droppen lassen, wenn wir da hinspringen können. Okay, wir können ja weit springen. Haben wir ja letztes Mal schon in der einen Krypta da gesehen. Dass er nicht nur aus dem Stand springen kann. Nämlich so. Aber hier kann ich mich erinnern, hier bin ich auch schon mal lang gegangen, wie ich das erste Mal gespielt habe überhaupt. Ohne dass ich auf irgendwas aufgenommen bin. Oder je davon gewusst hätte. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo in den Turm rein. Ehrlich gesagt, wir kommen da rein. Das scheint nicht so zu sein. Hier ist aber noch so ein Turm. Ich weiß, das zeigt da hinten an, aber im Moment. Versuch mal kurz hier. Ja. So. Hier ist auch nichts. Da unten geht's nochmal runter. Ah, so geht's hier runter. Alles klar. Alles klar, alles klar. Herr Kommissar. Ach so. Okay. Wird ja nochmal gespeichert. Wenn nicht, laden wir hier von hier aus. Alles eingefroren. Können hier wieder diese Eiswürmer wieder sehen? Jetzt sehe ich hier noch nichts. Eine Laute, eine Gitarre aus dem Mittelalter oder so, sowas wie eine Ukulele oder sowas, so eine kleine Gitarre da oder Harfe oder ach, hier geht's weiter. Naja, durch das ganze Blau sieht man nichts mehr oder kriegt man einen Hau. Hier lang bitte. Wunderbar. Dass ihr es für euch haben wollt, Cesar. Ihr wollt es immer ganz für euch allein. Brüderchen. Nein.
Ich habe da gehört, aber hier war ich auch schon mal drin, ja. Das schädigt wohl. Zumindest mal auch schon mal wieder in so einer Krypta da drin. Und eisiger Wind oder Nebel zieht hier durch. Wo ist denn der Typi, der hier die eben gesprochen hat? Was haben wir dort? Zwergenband 2. Die Zwerge. Ich frage mich, wieso man die hier nicht auswählen kann. Die Zwerge. Was haben wir denn dort? Ein Forschungsnotiz. Ja, die sind ja bestimmt interessant. Die nehmen wir mal mit. Falls wir da nicht. Falls wir hier drin nicht weiterkommen, helfen die uns bestimmt. Ich wollte eigentlich aus der Hocke rausgehen. Nein. Aua, mein Arsch. Aua, mein Arsch tut mir weh. Er tut mir so weh. Moment, eine Sekunde. Oh, da kam. So, du Dreckspinne. Mensch. Da noch ein Drehrad dabei. Dreirad dabei. Hier haben wir ein Fäkelchen dabei. Dann nehmen wir mal mit. Aus Gründen. Denke ich mal, könnte das das zweite Teil sein. Wir sollen ja drei insgesamt noch suchen. Eins haben wir schon vor zwei, drei Folgen gefunden. Sowieso nichts dabei. Aber ist schon sehr cool. So, der sieht sehr, sehr cool alles aus. So. Grafikmäßig. Hier ist alles zugefroren. Wenn das jetzt Eis ist, ne? Dann kann man das doch mit Feuer wegmachen, oder? Okay, ist zwar unlogisch bei dem Spiel, ich weiß, aber. Das hat nichts zu sagen. Da stapft schon wieder was. Und das sind wir selber, okay. Sind wir jetzt einmal rumgegangen? Nee. Wenn wir schmieden sollten, irgendwann mal. So. Muss ich ja noch den Geldsack mitnehmen oder Geldbeutel. Und dann gucken wir mal, was hier ist. Hier sind schon mal. Arbeiten die Sachen noch? Ich habe vergessen, dass wir keine Heilung mehr drauf haben. So, das Ding fällt auseinander. Und ist wieder mal nur ein Zahnrad und eine Dreichsel drin. Weil das Zwergenöl kann man gut verkaufen. Da. Was ist? Ja. Das nehmen wir mit. Ob das alles hier aus Gold ist, die in ihre Zahnräder. Also bei der einen. Bei der einen Höhle oder bei der. Was? Wer ist das? Brüder, ach. Ein weiterer Glatthäuter, der nach Essen sucht. Hi, Brüderchen. Aber der hier war nicht zusammen mit uns gefangen. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen gesucht. Wenn ihr gut seid, kann ich ja. Nein, nein. Ihr müsst derjenige sein, der meint's gut. Der meint's gut.
der mein Scoot hat. Das ist wieder alles von vorne, ja. Super. Ich bin mal wieder der Master of Disaster. Das war nix. Hier war was drin. Jetzt kann man nicht mehr rein, oder doch? Oder entscheidet er sich gleich erst? Naja, doch, wir gehen schon langsamer auf jeden Fall. Muss das mal. Na, wir gehen schon langsam, okay. Dann schmeißen wir mal gerade was weg, was man nicht gebrauchen kann, so wie die Axt hier. Dann können wir wieder laufen. Die Heilung sollte man nicht weglegen. Vielleicht sollte man dann gleich Feuer drauf machen. Was? Hm? Komm, Libio. Speichern wir nochmal. Ich habe wieder den Fehler gemacht, ich weiß. Hier war noch was Gold drin. Das können wir uns mitnehmen. Das ist wunderbar. So. Hier war der Typ, ne? Oder? Ach ja. Die Spinne war hier. Aha. Das nehmen wir mit. Die Deckenplatte nicht. Ich habe nur gespeichert, keine Angst. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Glatthäuter, der nach. Gut, nun! Ihr seid tot! Ist er tot? Okay. Kann man was sehen? Kann man was sehen? Nein. Kann man nichts mehr tragen. Das ist wunderbar. Das ist super. Dann geben wir dem mal irgendwas in die Hand. Nee. Nee. Scheiße. Ja, die Kultistenhandschuhe, die kann sich sonst so hinstecken. Die will ja keiner mehr. So, jetzt können wir wieder laufen. Alles in Ordnung, alles in Butter. Was ist denn mit dem hier los? Der ist tot, den haben sie wohl umgebracht. Nee, ja, der ist tot. Den haben sie wohl umgebracht. Nee, ach. Vertell nix. Es war wohl so eine Spinne da. Wie das immer so schön angeordnet ist, ne? Aha. Jetzt sind wir wohl da. Fast da, wo wir angekommen, wo wir hin sollen. Hallöchen, Popöchen. Oh. Moment, Moment. Wir haben es gleich.
Moment, Moment. Erstmal die Stufe aufsteigen. Ja. Da kann man nichts erstmal machen. Erfrierung. Kaltzauber stellen Ausdauer wieder her. Mhm. Okay. Warte, das wieder hakt es wieder. Ach so. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße in the love again. Scheiße. Was? Wer ist das, Bruder? Ein weiterer Hund? Du hättest nie herkommen sollen. Gehört mir. Wieso haben wir denn eigentlich keinen Hals? Aber haben wir den nicht aktiviert gehabt, oder? Doch. So, miau. Danach speichern wir nochmal ab. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Jetzt können wir nichts mehr tragen. Wunderschön. Love in the love again. Ich muss mir mal ein bisschen angewöhnen, mehr zu speichern. Ich Idiot. Alle, ja. Und dann kriegt er wieder ein Wäffchen dazu gesteckt. Oder Kleidungsstückchen. Ey, nein. Das war doch nicht... Nach Kurva. Jetzt kann man wieder alles gleich aussuchen. Ring der Zerstörung. Anlegen. Wo steht das jetzt? Ablegen, anlegen. Anlegen. Da. Den Stahl her. Alles okay. Es wird noch mal gespeichert. Warte, ich hab... muss auf die andere Seite noch Heilung hinlegen. Ja. Sehr, sehr gut. Ja. Jo, den nehmen wir doch mit. Warte, bevor wir... bevor der eine da kommt. So. Nochmal speichern hier.
da ist er kaputt. Und fällt mit dem Gesicht auf den Boden. Den nehmen wir mit und das nehmen wir auch uns mit. Das ist ja wunder, wunder, wunderschön. Nee. Ein kleiner Splitter, okay. Dann dort entlang, weil da. Weil da hinten ging da auf der anderen Seite ging es ja nicht weiter. Oder? Nee. Love in your love again. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken, du. Ich habe zwar schon diesen leichten Nebel da gesehen, das kennt man ja, das Flimmern oder so. Aber das war jetzt eine Stufe zu hoch gerade für meinen Empfinden. Da kommen wir raus. Ach, dreh dich doch mal schneller, Junge. Scheint wohl ein etwas größeres Malachiterz, ja. Ich war mir gerade unsicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Deswegen die Versprecher. Kann man die Dinger hier. Kann man da was mitmachen? Ne, das sind einfach nur Lichter, ne? Ne, das sind keine Fallen. Das ist nur wieder ein Grafikfehler. Wieso sind. Wieso ist denn. Naja, okay, die haben auch Schnaps getrunken, die Zwerge. Aber wir gehen. Ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Gehen wir erstmal da lang. Das war rett. Das war rett für sie gewesen. Das war rett endgültig. Ja, wir trat Ursula Young mal da lang. Ja, okay, hier war noch ein kleiner Eingang, Abgang. Kleines Räumchen. Alter, wo kommen wir denn hier hin? Von Höckchen auf... Der kriegt wohl nichts mit, die Spinne. Der Arbeiter. Da ist noch einer. Der kommt wohl jetzt gleich rum. Da hinten bewegt er sich auf jeden Fall. Ein Katalysator. Oder was das da sein soll. Nein. Naja. Orishakum-Erz kenne ich nicht. Ist eine erfundene Erzart. Alter, wo kommen wir denn hier hin? Das ist ja. Achso, jetzt sind wir hier ganz oben. Scheint wohl ein bisschen aggressiver zu sein als sein Freund.
Was soll das denn jetzt? Also wir haben uns nicht geheilt, deswegen. Jetzt sind wir gerade hier. Naja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Bedanke mich fürs Zusehen, bis hierhin. Und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Krampus. Ciao.